Ja, hallo, grüß euch. Ein kurzes Update. Der Virus hat eingeschlagen, ja. Und wir sehen hier natürlich heute alles rot in unseren Depots. Ich glaube, eine einzigste Aktie mal wieder, die Procter & Gamble ist die einzigste Aktie in meinem kompletten Depot, die momentan nicht rot ist. Ist immer komisch, dass die so ein bisschen immer gegen den Strom läuft. Aber die reißt auch nicht wirklich raus. Also ich habe schon gut federn lassen im Depot, wie alle anderen natürlich auch. Und wir sind jetzt hier zum Beispiel 1,43% US30, also im Dow Jones runter, ungefähr 2 bis 3%, also ungefähr doppelt so viel in den europäischen Märkten, die grundsätzlich immer ein bisschen schwächer sind. Die eine Frage, die wir uns jetzt stellen müssen, ist, ja, die Cashquote, die ich ja massiv erhöht hatte, versus Jahresende, ja, bis auf 60%. Und überhaupt das Cash, was ich so angesammelt habe, für einen vielleicht eventuell bevorstehenden Börsencrash, ja, ist es jetzt an der Zeit, dieses Cash zu verwenden, ja. Und die Frage, auch die Antwort auf diese Frage lautet natürlich, naja, wir haben jetzt gerade mal irgendwie 5% korrigiert oder so. Das ist ja noch kein Crash. Ja. Also einfach mal Nerven behalten und das ist jetzt noch kein Black Monday oder sowas. Ja. Natürlich darf man das Ganze nicht unterschätzen, aber was mich ein bisschen nervt, und ich komme auch wirklich gleich zum Punkt dieses Videos, das wird maximal 3 Minuten lang. Wir sehen jetzt sowas Ähnliches wie eine kleine Korrektur, die wahrscheinlich auch noch ein bisschen weitergehen wird. Und auf der Basis von der Auslöser war dieser Virus. Ne? Also fand es auch sehr erschreckend, als ich die Nachrichten gelesen habe oder gehört habe am Freitag im Radio oder irgendwann, wann das war, ich war gerade auf der Autobahn, dass jetzt sogar einige in Paris angesteckt worden sind und haben sich das Ding eingefangen da in China und was weiß ich, irgendwelche Hunde und Katzen gegessen. Und was weiß ich, warum auch immer gerade aus der Region dann diese Krankheiten kommen, ne? Also wer weiß, was die da teilweise futtern, der wundert sich dann auch nicht. Auf jeden Fall, ja, war das schon ziemlich, wie schnell man das eben dann über die globale Vernetzung, ja, das doch dann sehr schnell hier in Europa gelandet ist, war ich auch etwas negativ überrascht. Auf jeden Fall, der eigentliche Punkt, warum ich dieses Video mache, ist, wir müssen uns jetzt, letztendlich, ich hatte so eine Korrektur in 4 Wochen ungefähr erwartet. Warum? Weil ja jetzt gerade die Fed seit, ich glaube, 14, 15, seit 2, 3 Wochen, seit 2, 3 Wochen, ich glaube, ungefähr 70 oder 75 Milliarden Euro ins Interbankensystem reinpumpt. In die US-Bankensysteme. Weil die sich nämlich untereinander nicht mehr vertrauen, weil die wiederum nicht mehr dem europäischen Bankensystem vertrauen. Und ich habe das irgendwann, ja, Anfang letzter Woche oder so, oder wann das war, habe ich das mal aufgegriffen, habe das eigentlich gar nicht so ernst genommen. Aber es geht jetzt schon eine längere Zeit so weiter und die wollen das bis Ende Februar machen, also quasi in 4 Wochen. Und ich habe mir gedacht, okay, solange die das noch machen, ist alles gut. Aber dann könnte es kritisch werden, wenn die nämlich auch plötzlich halt die Liquidität rausziehen sollten und dann letztendlich die Hedgefonds dann die Banken dann zu den Hedgefonds gehen und sagen, hey, reduziert mal euren Exposure, ne? Weil wir kriegen jetzt nicht mehr so viel Geld von der Fed. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, dass die das alles auch miteinander abgesprochen haben, explizit auch mit der Regierung, dass die sowieso alle sich zusammensetzen und sich ständig beraten, in der Elite sozusagen. Also das sind vielleicht ein paar Dutzend Leute, die da letztendlich die Welt regieren. Wer das anderes behauptet, der lebt einfach in Fantasyland. Weil es ja auch notwendig ist. Ja, dass die alle sich beraten und die Fäden ziehen, weil wenn die da irgendwie nicht koordiniert handeln, dann kann sein, dass unser Weltsystem natürlich relativ auch schnell absauft.
Ja. Dessen sind die sich sehr bewusst. Und deswegen eben diese Gegenmaßnahmen mit den 75 Milliarden Euro jeden Tag. Also man muss sich mal vorstellen, 1 Milliarde sind 1.000 Millionen. Also wir reden hier sowieso von Summen, die sich, kann sich sowieso ein normaler Bürger gar nicht mehr vorstellen. Ja. Ist sowieso schon, also es grenzt schon eigentlich an Wahnsinn, was da sowieso stattfindet. Aber mal davon abgesehen, ich habe noch, also ich hab jetzt einige Positionen sind ausgelöst worden bei mir, wo ich quasi so ein bisschen Abstauberlimits hatte, wo ich nochmal nachkaufen wollte. Aber ich bin auf jeden Fall noch 40% Cash. Dann habe ich natürlich noch weitere Cash-Reserven, die ich aktivieren könnte, aber die müsste ich dann einfach nur von einem anderen Konto auf andere buchen und auf meine Cash-Konten buchen und dann. Aber wie gesagt, wir sind ja jetzt gerade mal irgendwie 5% oder so korrigiert, das ist ja noch gar nichts. Ja. Die Frage ist halt, wenn wir jetzt halt mit diesem Virus, ja, die Schwächemarkt eben hier haben und sehen und das geht noch ein, zwei, drei Wochen so weiter und dann im Anschluss kommt eben genau die Phase, sozusagen, wo dann die Fed letztendlich ihre Liquidität rauszieht, diese 75 Milliarden pro Tag da nicht mehr reinpumpt ins Interbankensystem von der USA. Wenn das sozusagen nahtlos übergeht, dann kann sein, dass dann die Börse erst recht nochmal einen fetten Hammer auf den Kopf kriegt. Ja. Und das ist eigentlich das Eigentliche, was mich jetzt doch etwas ins Grübeln bringt, weil und ich auch einige meiner Kauflimits nochmal weiter runtergesetzt habe. Ja, und mir eigentlich gar nicht mehr so sicher bin, ob ich nicht vielleicht meine Strategie nochmal bedenken muss, weil dieser Virus in Kombination mit diesem massiven Liquiditäts, also letztendlich ist es ja so was Ähnliches wie Helikoptergeld, ne? Also ihr kriegt Geld, so viel ihr braucht, so viel ihr wollt, Hauptsache ihr hört nicht auf, euch gegenseitig Geld zu leihen und ja, letztendlich das zumindest bei den US-Banken das System aufrecht, dem Liquiditätsfluss aufrechtzuerhalten. Und die sich auch geistig versuchen, ein bisschen abzunabeln von dem europäischen Bankensystem. Und das ist schon nicht nur ein deutliches Warnsignal, das ist eigentlich schon ziemlich krass, was da passiert. Und vielleicht ist letztendlich dieser Virus, der eigentlich gar nicht so wild ist, auch nur ein Vorwand, um dass einige Adressen jetzt einfach sagen, okay, wir verkaufen wegen diesem Virus. Die tun es aber gar nicht, weil sie schon das vorwegnehmen, was vielleicht in 3, 4 Wochen passieren könnte. Also, das sind so ein paar Gedankenspiele, die ich jetzt gerade mache, weil ich habe hart gearbeitet für das bisschen, was ich da erspart habe, meine Depots. Und ich habe natürlich keinen Bock, dass ich jetzt irgendwie nachkaufe, weil die Börse irgendwie 10% korrigiert. Oder meinetwegen 15%. Und dann in 3, 4 Wochen geht es erst richtig los. Ja. Und dann geht das ganze Ding nochmal 20, 30% runter und dann gibt es eventuell einen Sog. Ja? Und dass die Leute dann in Panik verfallen. Und dann sind wir natürlich ganz schnell bei einer Halbierung. Ja? Ich rede davon jetzt von den Indizes und da einige Aktien wird es dann richtig sauber erwischen. Ja? Mit vielleicht sogar mehreren 100% Minus. Das ist was ich jetzt sagen wir, vor einer Woche oder zwei noch gar nicht gesehen habe. Und ich war jetzt dieses Wochenende auch gar nicht da. Und diese Gedanken kommen jetzt erst alle. Und ich wollte jetzt einfach hier mal ein Video posten. Nicht um Panik zu machen, um Gottes Willen. Die paar Leute, die meine Videos schauen, also von daher habe ich eh keine Befürchtungen. Aber diejenigen, die meine Videos schauen, die sollten sich vielleicht auch diese Gedanken mal machen. Jo, so, das soll es gewesen sein. Es sind doch wieder 10 Minuten geworden. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.